Was geht ab, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Verlängerung, Leute. Ja, Kapitän und Starverteidiger Van Dijk wird nicht zur EM mitfahren im Sommer für sein Team Holland. Er wird leider nicht spielen können und hat diese nun verpasst. Denn er ist auch selber davon bitter enttäuscht, sagte er. Er würde natürlich lieber für sein Team spielen und seine Nationalmannschaft unterstützen. Van Dijk war Anfang Oktober 2020 im Ligaspiel von Everton Torwart Jordan Pickford gefoult worden und hat sich dabei einen Kreuzbandriss zugezogen. Ende Oktober wurde er operiert, letzten Jahres, Leute. Die Dinge seien nun mal so, wie sie sind, sagte er. Und ich muss akzeptieren, wir alle müssen es akzeptieren, der EM-Verzicht ist die richtige Entscheidung. Es ist hart, aber ich habe meinen Frieden damit gefunden. Die Sommerpause wolle er nun für eine optimale Vorbereitung auf die neue Saison mit den Reds nutzen, was natürlich auch im nächsten Jahr für die Reds eventuell einen ordentlichen Boost im Spiel ermöglichen könnte. Derzeit geht es ihm gut, er sagte, er fühlt sich positiv und voller Energie und er hat wirklich sehr, sehr hart an sich gearbeitet, um natürlich auch das vollste Potenzial wieder aus sich herauszuholen, um wieder voll regeneriert in die neue Saison zu starten und ja, ins Training. Er sagte, er macht gute Fortschritte, sei aber auch nicht mehr der Jüngste und wolle seinem Körper und seinem Knie jetzt etwas mehr extra Zeit geben. Im Moment ist er wirklich in einer sehr, sehr guten Situation, sagte er, und das ist wirklich allgemein sehr hart für ihn gewesen, diese ganze Verletzungspause durchzumachen und natürlich auch seinem Team Liverpool zuzusehen, wie sie einfach in der Saison sehr schlecht gespielt haben und eventuell nicht mal mehr den Einzug in die Champions League schaffen. Aber ja, Leute, eure Meinung zu der Situation mit Van Dijk würde mich sehr interessieren. Was sagt ihr, wie wird Van Dijk in der nächsten Saison spielen bei Liverpool? Sagt ihr, Liverpool wird wieder glänzen, wenn er wieder als Abwehrchef fungieren wird? Und ja, was sagt ihr dazu, dass er nicht bei der EM mitspielen wird? Finde ich krass. Eure Meinung dazu würde mich sehr in den Kommentaren interessieren. Ansonsten lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung.